bin im sozialen Brennpunkt groß geworden, war sogar im Gefängnis, leider, ja. Hatte nachher am Ende 17 Anzeigen wegen Körperverletzung. Hallo Leute, willkommen bei Team Smolik, mein Bro David Russell am Start heute. Heute geht es auch wieder um ein heißes Thema, und zwar Taktiken im Straßenkampf. Profi ist am Start, alles das nach dem Intro. Also Leute, wie angekündigt, Strategien, Taktiken im Streetfight. Ich meine, im Profight, wenn ich im Ring stehe, natürlich habe ich dann im Kopf eine Taktik. Ich stelle mich auf meinen Gegner ein, ich analysiere meinen Gegner im Vorfeld, ich habe Videos von ihm. Mach Anfangstechniken und stelle mich wirklich auf ihn ein. Er macht viele Low-Kicks, er macht viel High-Kicks oder dies und das. Auf der Straße hat man all das nicht, weil man in der Regel seine Gegner auch nicht kennt, nicht unbedingt. Ja? Wie sieht denn das da aus? Hat man da verschiedene Taktiken? Muss man blitzschnell reagieren und sich gleich irgendeine Taktik in den Kopf schustern? Oder wie sieht es aus? Du hast mehr Erfahrung als ich auf der Street. Also, natürlich erstmal ganz klar, was der Michi schon sagte. Es ist ganz wichtig, dass wir auf der Straße ein bisschen anders vorgehen müssen, denn wie er schon sagte, wir haben keine Videoanalyse, wo wir uns auf den Gegner vorbereiten können. Wir wissen nicht, wie er kämpft, wir wissen nicht, mit was er kämpft. Ja, auch immer auf der Straße, es gibt Stich-, Wurf- und Schlagwaffen. Die können immer eingesetzt werden. Wir wissen nicht, was hat er in den Taschen. Und natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, meistens sind wir nicht mal dieselbe Gewichtsklasse. Es kann tiefer sein, es kann höher sein, kann sogar mehrere Leute sein gleichzeitig. Das heißt, wir müssen da wirklich ausmalen, uns eine Taktik, die uns wirklich auch den Selbstschutz quasi befreit, also quasi den Selbstschutz liefert, dass wir auch wirklich aus der ganzen Situation rauskommen. Es ist natürlich von vornherein immer so gesagt, dass man auf der Straße eine Taktik haben muss, dass man sich zuallererst, bevor ich mir den Gegner in irgendwelche Ziele aussteckt, das heißt, ohne dass ich jetzt denke, ich will jetzt hier ran und will den da treffen und den da treffen, das allererste, was ich tue, ist, ich gebe mir erstmal meine ganze Umgebung wahr, das heißt Objekte. Ja, ich muss checken, ey, da ist ein Fahrrad, da sind Ziegelsteine, da ist zum Beispiel, was weiß ich, ein abgebrochener Stock, da ist ein Besenstiel oder was auch immer. Oder ein Auto, ja. Und wer sitzt vielleicht in dem Auto drin? Auf der Street, Leute, und das erzähle ich euch jetzt hier aus Real Life, was mir wirklich tausend Male auch widerfahren ist, sozialer Brennpunkt, ihr kennt meinen Kanal, da habe ich es immer wieder drauf angesprochen. Wenn ihr ihn nicht kennt, unten verlinkt. Danke dir. Gerne. Werbung. Und, ja, Werbung. Und da ist natürlich so, ich bin im sozialen Brennpunkt groß geworden, war sogar im Gefängnis, leider, ja, hatte nachher am Ende 17 Anzeigen wegen Körperverletzung. Sei es auf der Straße, kannte ich mich damals sogar mehr aus als auf Matten in Dojos, im Ring oder im Oktagon. Das heißt, worauf ihr euch definitiv gefasst machen müsst, wenn wir beide jetzt hier Stress hätten, und er würde mich schlagen und er würde gewinnen und er würde mich hier ausnocken, dann hat er nicht gewonnen, auch wenn ich hier liege. Denn am Ende gewinnt immer nur der, der zuletzt steht. Und glaub mir, wenn ich übel aussehe, umso übler sehen meine Freunde aus, die am Abend bei ihnen klingeln. Das müsst ihr euch immer im Kopf bewusst sein. Natürlich, wenn ihr da nur, keine Ahnung, einen Kneipenstreit habt oder wo auch nur einer gegen einen, alles cool, ja. Habt ihr aber wirklich miese Bros am Start, dann seid auch von der Taktik her gewarnt, es kommt was nach, ja. Ganz oft, ein Freund damals von mir, der hat auch sehr viel mit mir trainiert, damals sehr viel eskaliert damals auf der Straße, dann habe ich einen ausgenockt und dann hat er zu mir damals gesagt, den Spruch vergesse ich nie wieder, er hat zu mir gesagt, das war gut, tat dir bestimmt auch gut, aber nicht schlau. Am Abend hat er recht gehabt, da kamen drei Maskierte in meine Wohnung rein und die haben mich dann zusammen getrennt. Zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, meine Taktik zu verändern. Also daher erst Fluchtweg und dann wirklich aktives Angreifen, wenn es denn sein muss. Ja. Also Leute, ihr seht hier, das ist wirklich auch Real Talk, kann man schon fast sagen, ja, vom David, seinem Leben. Er hat da wirklich Erfahrung und nochmal, wir wollen das jetzt nicht hier irgendwie euch zeigen, um andere Leute zu verletzen. Ja? Der David weiß es am besten. Es geht darum, dass man sich selber verteidigen kann, schützen kann und vielleicht auch schlau und klug reagiert in solchen Momenten und einfach mal weggeht, ja, sich umdreht und einfach geht und Konfrontation sowieso immer aus dem Weg geht. Sowieso. Oder? Ich sage auch immer, der stärkste oder fieseste Gegner, der euch im Weg steht, seid meistens ihr selbst. Das eigene Ego, ja, der eigene Stolz, der verletzt ist, und ich bin eigentlich immer noch jemand mit sehr viel Stolz, das sitzt mir immer noch im Nacken. Ja. Also das ist ein Problem, das versuche ich mir immer wieder zu dämpfen, man wird weiser, man wird schlauer in den Jahren, aber natürlich ist es auch immer wieder, was einem im Weg steht, der Stolz. Muss ich da jetzt drüber stehen? Muss ich jetzt einfach sagen, ey, ist okay, gut, für sich hat er jetzt gewonnen. Beißt unter Raubtieren, normalerweise läuft es anders. Aber dann ist es halt eben so. Und dann muss man da auch einfach sagen, gut, jetzt war ich der Klügere und habe nachgegeben. Ja.
Also ich denke mal auch, man kann es natürlich nicht mit dem Kampfsport vergleichen, Real Life mit Kampfsport. Ja, Kampfsport, du hast Regeln, du hast einen Ringrichter, du hast Zuschauer, du hast Ärzte, du hast alles da, alles am Start, auf der Straße gibt es das nicht. Man kann sich auch, man hat auch nicht mal die Zeit, sich irgendwie richtig vorzubereiten, ja, weil du weißt vielleicht nichts, du ahnst nichts und auf einmal kommt, pam, kommt ein Schlag. Überraschungsangriff. Ja. Und deswegen auch, es ist so eine, ich sag mal, Kampfsportler-Krankheit, dir wird es wahrscheinlich auch so gehen, das ist schon wirklich krankhaft. Du bist irgendwo auch im Supermarkt und du denkst dir, was passiert, wenn er mich angreift? Was passiert, wenn der kommt? Scanning. Du machst dir alles schon im Kopf. So, das ist schon auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich meinen Schülern auch, gerade was du sagst, immer wieder einpräge. Die Leute sollen ein Scanning-Verfahren machen. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Und zwar, dass man vorbeigeht und einfach mal an der Kasse steht, wenn man beim Einkaufen wartet und sich einfach mal ganz kurz einen Blick, 5 Sekunden hin und weg und dann mal gemerkt, was hat der an? Was hat er für Schuhe? Hat er Schleifen? Hat er keine Schleifen? Einfach mal ein Scanning-Verfahren, um Gefahrensituationen schon frühzeitig zu erkennen. Es gibt immer 3 Wege. Nämlich erkennen, vermeiden und am Ende erfolgreich bewältigen, wenn wir es müssen. Ja, aber das Vermeiden und Erkennen ist erstmal ganz wichtig, denn ansonsten geht es nach hinten los. Und gerade auch an der Tür. Ich habe auch damals an der Tür gestanden und weil Michi gerade sagte, es geht mit Regeln und hier und da habt ihr Ärzte, da habt ihr Ringrichter und. Selbst an der Tür als Objektschutzleiter hatte ich quasi Regeln. Das heißt, ich habe Hausrecht, ich habe ein Team gehabt, wir hatten ein Headset, war alles klar. Aber auch da kommt auf einmal unerwartet ein Auto, steigen 6 Leute aus mit abgesägten Baseballkeulen und dann steh mal da. Dann ist raus. Also ihr merkt, es ist ein sehr heikles Thema, sehr ernstes Thema. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich immer selber, ihr selbst bleibt, euch selber auch liebt. Dann könnt ihr auch andere lieben. Gerade diese Themen, diese emotionalen Themen, motivierenden Themen, gibt es in meinem Buch, gibt es in seinem Buch. Kämpfer mit Herz und dein Buch, deine Lebensstory. Genau. Ist es überhaupt schon draußen? Noch nicht, aber der Verleger ist gerade, ich habe endlich einen Verleger gefunden und es sieht so aus, als ob der endlich Ja sagt. Denn ein Buch zu veröffentlichen ist schlimmer als ein Film, die schneiden da mit der FSK rum, das gibt's ja. Also ihr habt es mitbekommen, Kämpferherz, Kämpfer mit Herz, Titelrechtsverletzung. Aber ich weiß, wer dein Buch schon hat. Ich habe es eins natürlich auch gelesen, also kann ich auch nur empfehlen. Hier nochmal Schleichwerbung, nein. Es geht uns wirklich darum, dass wir Content liefern für euch, dass ihr nicht Stress sucht, sondern Stress vermeidet. Das muss man hier nochmal hervorheben. Vielen Dank, David, für deine Meinung, für deinen Real Talk vor allem. Ja, richtig offen hier geredet schon fast. Aus diesem Video wurde schon fast ein Real Talk-Video. Sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Davids Kanal natürlich unten, wie gesagt, verlinkt. Und das war's von mir. Haut rein, euer Michael Smolik. Sehr nice.